Hi Locos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir die Karriere mit dem schlechtesten Team, das es gibt in FIFA. Aber dafür müssen wir erstmal wissen, was das schlechteste Team ist. Oh, hat es einen Grund, dass die Stuttgart-Sachen anhaben? Wir suchen ja nicht den schlechtesten Verein der Bundesliga, sondern weltweit. Ich muss mir jetzt irgendeinen Trainer aussuchen. Ich glaube, ich nehme sie. Weil wenn ich sie bin, dann könnte ich mich nackt angucken. Bernadette Asselborn. Ah, das ist mir zu englisch. Da fehlt ein bisschen was Deutsches im Namen. Bernadette Asselborn. Viel besser. Aus Deutschland! Okay, jetzt müssen wir den Verein raussuchen. Und wo finden wir den Verein mit den wenigsten Sternen? Will nicht racist sein, ist der in Indien? Ein Stern! Atk Mahun Bagan. Gibt es auch sowas wie 0 oder 0,5 Sterne? FC Goa. Wir haben national hohe Erfolge. Kontinental niedrig. Markenpräsenz niedrig. Finanzen aber hoch, das ist gut. Und Nachwuchsentwicklung hoch. FC Goa wurde 2014 gegründet. Seine Spieler absolvierte der Verein in Porvorim. Ah, sorry. Porvorim. Der Verein ist derzeit mit... Okay, wir können unseren Verein noch anpassen, weil wir kein eigenes Stadion haben. Wir müssen das schlechteste Stadion nehmen. Wir nehmen das hier. Stadion können wir selbst benennen. Eigelb Arena. Eigelb ist die beste Beleidigung, die es gibt. Du kannst in der Schule zu deinem Lehrer sagen, du Eigelb. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Selbst zur Polizei kannst du sagen, ihr Eigelber. Und sie können nichts machen. Wir können auch noch den Rasen verändern? Was gibt es? Spielfeld ohne Linien. Okay. Hornets-Farben können wir auch ändern. Nehmen wir einfach die indischen Nationalfarben. Hier. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das indische Farben waren. Indien? Orange, grün. Ja, passt. Und jetzt kommt das Lustige an der Karriere. Der schlechteste Verein kriegt 100 Millionen. Wir werden die Champions League gewinnen. Mit FC. Oh, ich muss ein bisschen leiser sein. Wir haben 2.40 Uhr. Okay, und jetzt können wir direkt bei einem Turnier mitmachen. Wir nehmen das Turnier, wo wir am meisten Geld gewinnen können. Obwohl wir 100 Millionen haben. Und das hier ist unsere Mannschaft. Unser Kapitän ist Fedia. Wir haben Muhammad Ali in der Mannschaft. Du kommst direkt in die Startaufstellung, Junge. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie wir die 100 Millionen am schlausten benutzen. Ey, mir scheißegal, ich kaufe Ibrahimovic. Oh, er hört auf. Ich kann ihn nicht kaufen. Dann scheiße ich komplett rein. Ich kaufe Ronaldo zu FC Goa. Oh, 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 wir haben Cristiano in Indien. Ortiz geht raus und rein kommt Cristiano Ronaldo. Und dann hatten wir kein Geld mehr übrig und mussten ein paar Gratisspieler holen. Wir haben noch David Silva, Collins, verpflichtet. Okay, wir gehen in unser erstes Spiel und wir gewinnen das besser. Komm schon, komm schon, komm schon. Sag bitte gewonnen. Ja, 2-1. Und Ronaldo hat kein Tor gemacht? David Silva auch nicht? Hä? Zweites Spiel, Ronaldo, du musst ein Tor machen. Wir gewinnen 2-0 und schon wieder irgendwelche Inder, die Tore schießen. Komm schon, Ronaldo, drittes Spiel. Wir haben nicht mal gewonnen. Gegen Qingdao und Qingwang. Okay, wir haben es trotzdem geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Und das müssen wir jetzt gewinnen. Komm schon, Ronaldo, komm schon. Ortiz hat das Tor. Der indische Auswechselspieler. Okay, wir sind im Finale. Simulieren wir es. Wir sind weiß. Die Gegner sind gelb. Central Coast dominiert das Spiel zum Anfang. Und wir sehen einen schönen Tiki-Taka-Fußball, wie man es in Indien kennt. Jetzt aber FC Goa mit dem ersten Angriff. Ich weiß nicht, ob die Fußball oder Cricket spielen. Ist das Ronaldo bei denen? Seit wann haben die Ronaldo? Und warum hat Ronaldo die Nummer 13? Was zur Hölle? Er steht immer noch 0-0. Und jetzt Ronaldo am Ball mit einem schönen Pass auf die 8. Verliert aber den Ball. Und damit endet die Halbzeit mit einem 0-0. Ich darf Sie begrüßen zur zweiten Halbzeit. Schön, wie FC Goa jetzt Überhand nimmt. 75. Spielminute. Das Spiel geht langsam zum Ende zu. FC Goa hat den Ball. Spielt ihn rum. David Silva jetzt am Ball. Ein bekanntes Gesicht. Jetzt der Ballverlust. Oh, Konter in der 90. Minute. Letzte Minute. Central Coast. Flanke rein. Rüber gepasst. Schuss. Tor. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich verstehe es nicht. Ronaldo, bist du dumm? Du hast 91. Ich hätte Messi kaufen sollen. Wir haben ein paar Spieler verkauft und eingetauscht, um ein portugiesisches Talent zu bekommen. Damit Ronaldo endlich mal mit irgendwem sprechen kann. Und vielleicht ein Stück besser wird, wenn ich mit dem Team nicht die erste indische Liga gewinne. Komm schon, bitte ein Sieg. Bitte. 0-0. Was? Okay, simulieren wir die Ligaspiele. Bis zu den letzten paar. Let's go. Ah, ein Sieg. Noch ein Sieg. Noch ein Sieg. Noch ein Sieg, ja. Oh, wir gewinnen nur. Was logisch sein sollte in der ersten indischen Liga. Wir haben nur gewonnen. Unentschieden.
Wir müssen Erster sein, wir müssen Erster sein. Und wir sind Erster, mit Abstand. Wir sind Trainer des Monats geworden. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für Ihre hervorragende... Als Maul. Geil. Die indische Liga ist viel kleiner und deswegen gibt es auch viel weniger Spiele. Das hier ist das letzte Spiel der Liga und wir gewinnen es. Zwar knapp, aber Ronaldo hat 2 Tore. Und jetzt sind wir in irgendeinem Halbfinale. Und wer hätte es gedacht? Ronaldo ist Spieler des Monats in der indischen Liga. Wir haben gewonnen und sind jetzt im Finale. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Finale ist. Wir haben es gewonnen. Cool. Und die Saison ist vorbei. Mir ist eingefallen, dass es in der indischen Liga keine Champions League gibt. Das heißt, der Sieg der indischen Liga war das Beste, was wir schaffen können. Das war's mit dem Video. Bitte disliked es und schreibt einen Hate-Kommentar. Und ja. Warum reimt sich Ahmed Doku auf Ich mach kein Foto? Der Typ ist abgehoben, hat den fettesten Popo und du bist noch jung.